Moin moin liebe Secrets Fans, heute mal wieder ein Replay-Video von mir, Ranja83. Wie ihr seht, haben wir hier ein Dreiergespann aus unserem Team, der Maracha mit seinem Kurfürsten, ich mit meinem Kurfürsten und unser Teammitglied Ulpendulp mit seiner Rune. Ein fast reines 10er und 9er Gefecht, außer zwei 8er bei uns im Team. Jo, jetzt geht's hier auch schon los. Wir haben uns untereinander abgesprochen, dass wir jetzt alle nach links erstmal fahren. Wie ihr seht, sind links noch die Iowa, die Atago, die Hindenburg und die Montana. Die Shimakaze, ein sehr, sehr guter japanischer Zerstörer Klasse 10, auf den ich mich auch schon sehr freue, wenn ich ihn dann irgendwann mal habe. Fährt auch nach links, wird jetzt B erstmal unter Beobachtung nehmen, sozusagen. Wir halten uns jetzt erstmal zurück, fahren hinter den Inseln lang, um dann Richtung A zu fahren. Die Iowa kommt uns hier entgegen. Sie hat sich anscheinend doch dafür entschieden, nach rechts zu fahren, um sich mit der anderen Iowa gegebenenfalls zu verbünden. Und der erste Gegner ist in Sicht. Leider außer Reichweite, der Kurfürst mit 25,4 Kilometer. Oh, da ist noch eine Hindenburg mit 22,8 Kilometer, aber auch außer Reichweite. Jetzt floppen die Gegner so langsam alle nacheinander auf. Die Shimakaze hat sich eingenebelt, um in aller Ruhe B erobern zu können. A wird schon erobert. Das macht da gerade eine Edinburgh. Ja, eins unserer Leute wird da schon ziemlich stark beschossen. Die Hindenburg sozusagen, die ist da ziemlich am Anfang oder ganz weit vorne. Alle zielen auf sie. Die muss da ganz schön einstecken und leiden. Ich ziele hier mittlerweile auf die Edinburgh. Habe festgestellt, die ersten laufen leider sehr, sehr weit nach vorne, da die Edinburgh ganz toll bremst. Gott sei Dank hatte ich noch einen Schuss übrig, der jetzt einschlägt und 5789 Schaden verursacht. Das ist bei den englischen Kreuzern ziemlich stark mit den Bremsen. Hier seht ihr nochmal Montana. Die Hindenburg wird noch weiter unter Beschuss genommen, versteckt sich jetzt hinterm Berg. Bin jetzt gerade auch ein bisschen getrennt von meinen Mitgliedern vom SEK-Team. Korrigiere das jetzt. Beide fahren da durch den kleinen Kanal zwischen den Inseln durch, um bei mir halt eben dann wieder, oder mit mir zusammen dann weiterzufahren, dass wir nicht zu weit getrennt sind. So, da wird jetzt Maracha unter Beschuss genommen, weil die Hindenburg ist für alle außer Sicht. Er jetzt das nächstmögliche Ziel. Da ist die Udaloy anvisiert. Leider fährt sie in dem Moment gerade los. Sie hatte das gesehen, dass ich sie anvisiere. Und so ein Zerstörer, der ist natürlich ziemlich flink unterwegs. Hätte man nicht unbedingt machen müssen. Aber ein Versuch war es wert. Weil manchmal sind die Leute dann doch so ein bisschen, na, mal gucken, ob sie mich treffen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass da der Kurfürst ist. Ich warte eigentlich immer noch darauf, dass die Edinburgh da so ein bisschen aus ihrem Nebel hervorkommt, aber leider nicht. Deswegen geht es jetzt auf den Kurfürsten. Er steht fast, wird auch von der Rune, von meinem Teammitglied Ulpendulp sowie von dem Kurfürsten unter Feuer genommen. Ich treffe hier leider nicht, weil meine zwei
Granaten zerbrechen in seiner Haut. Schade eigentlich, weil da stand echt guter Schiff. Ich kriege jetzt, da ich Breitseite zeige, von drei Leuten aufs Ohr von dem Kurfürsten. Da hätten wir noch zwei Montanas, die haben das natürlich auch voll ausgenutzt, dass ich Breitseite zeige. Wie ihr hört, unsere Wellensittiche gucken jetzt hier auch noch mal ein Video mit und machen so ein bisschen Luftaufklärung. So, da ist jetzt die Montana, da wollte ich jetzt gerne auch mal drauf wirken. Ich werde immer noch von der zweiten Montana unter Beschuss genommen. 4.191 Treffer. Aber bei weitem natürlich wäre da noch schon mehr drin gewesen bei den Zielen. Hätte ich da ein bisschen besser gezielt und getroffen. So, die Rune feuert. Der Kurfürst feuert auch noch auf die Montana, die jetzt in den Kartenrand fährt. Meine Geschütze sind nachgeladen. Ich muss gucken, wie sie abprallt. Das ist leider immer so ein bisschen tricky, weil man nicht weiß, wie doll das Schiff abgebremst wird, wie weit es zurückgestoßen wird. Bei mir war es jetzt leider ein Ticken zu hoch, dass die Granaten drüber geflogen sind. Eigentlich sehr schade, aber bei dem Kurfürsten, den ich jetzt anvisiere, gucken wir einfach mal, ich fahre hier auch noch weiter um die Kurve. Der brennt und brennt und brennt, schießt aber gar nicht in meine Richtung. Hier vorne ist noch irgendwas Kleines in einer Wolke, was munter auf meinen Kurfürstbruder sozusagen schießt, nämlich auf Maracha. Wie ihr das seht, es wird wahrscheinlich einer der kleinen Zerstörer sein. So, da ist jetzt die Charles Martel, auf die wir mal feuern. Auch ein sehr, sehr, sehr schneller Kreuzer. Daher auch nur 1170 Schadenspunkte. Ich versuche es jetzt einfach nochmal. Drei Leute zielen mittlerweile auf mich. Aber mein Kurfürst hält das alles aus. So, Charles Martel die dritte. Doch nicht. Nochmal schnell umentschieden. Die Geschütze haben es natürlich jetzt nicht so leicht, mir zu folgen, weil ich auch nach rechts abbiege. So, mal gucken, was die Granaten hier jetzt machen. Sieht ganz gut aus, aber leider auch nur 1270 Punkte. Wenn es ein Ticken tiefer gewesen wäre, ein Millimeter, dann wäre das durchaus Zitadellenwert gewesen. So habe ich jetzt nur kurz die Brücke gestriffen. Da kommt wieder meine Edinburgh, auf die ich das die ganze Zeit eigentlich schon abgesehen habe. Erster Schuss, hatte ich schon gemerkt, passt nicht. Zweiter Schuss, na, mittlerweile schießt auch schon der andere Kurfürst auf sie mit einer vollen Breitseite. Ich habe mir gedacht, der Winkel von der Edinburgh ist jetzt auch nicht so ideal. Kontrolliere das nochmal. Nee, Kurfürst ist auch nicht so super. Die Charles Martel versuchen wir jetzt einfach nochmal. Leider wieder verschwunden aus dem Bild. Das ist auch so eine Sache, die mich immer ein bisschen nervt, dass man nicht sieht, wo genau dann die Granaten einschlagen, weil die Schiffe dann weg sind. Ja, der Kurfürst hier brennt jetzt von den Gegnern aus. Da wurde gute Arbeit geleistet von den Teammitgliedern. Ah, da ist die Edinburgh wieder. Versuchen wir es nochmal. Über den Berg hinaus. Leider hat sie gemerkt, dass ich sie anvisiere. Dreht schon einen Ticken ein. So dass alles leider vorbeifliegt. Naja. 16.711 Schaden bis hierhin. Potenziell wäre deutlich mehr gewesen. Aber es war immer Millimeterarbeit, das kennt ihr sicherlich auch. Dass man manchmal einfach schießt und denkt, ah, die fliegen ganz super.
Und dann ist es wirklich ein Ticken zu kurz, ein Ticken zu weit, sodass alles drunter oder drüber fliegt und man gar keinen Schaden macht. Unsere Hindenburg hat hier jetzt gute Arbeit geleistet. Die hat die ganze Zeit gewartet, sich versteckt und die Edinburgh platt gemacht. Leider wird sie jetzt vernichtet. Da kommt jetzt noch eine Uderloy. Ich mache mir jetzt mittlerweile Gedanken. 16.711 Schaden mit einem kurzen Kurfürsten. Das kann es nicht sein. Versuche hier jetzt einmal die Montana, die Gott sei Dank auf jemand anders schießt. So, jetzt treffe ich den Entschluss. So kann es nicht weitergehen. Auch wenn ich das Schiff verliere, ich habe jetzt hier noch so ein bisschen Rückenstärkung. Ich spreche mich gerade ab wegen dem Zerstörer, dass der da nicht mich zu sehr nervt. Er ist in der Wolke. Ich schieße da jetzt einfach nochmal rein. Mache aber Hydro an und spreche mich gerade mit der Rune ab, dass sobald der Zerstörer auffloppt, dass sie dann sofort schussbereit ist. Ich werde natürlich jetzt auch von drei Schiffen anvisiert. Der Uderloy jetzt und den beiden Montanas. Ein bisschen Angst hatte ich, dass die Uderloy noch torpt, aber Gott sei Dank nicht. Ich schieße jetzt auf die eine Montana. Mach auch ganz gut Schaden schon mal. Jetzt geht's los. Auf mit der Sekundär auf die erste Montana, auf die dichtere. Die Shima wartet auch schon, dass sie die Tops reinwerfen kann. Montana Snows ist schon ordentlich unter Beschuss. Meine Sekundär hat auch ordentlich schon in Brand gesteckt. Sie hat gelöscht. Jetzt müsste gleich mein erster Zitadellentreffer kommen. Nee, das war er noch nicht. Ich habe jetzt nochmal Aufbau gedrückt. Die zweite Montana macht jetzt bei mir schon ein bisschen Aua. So, 12.000 Schaden, Montana. Nochmal 12.000. Ich habe in Brand gesteckt. Ich habe leider auch einen schweren Schaden. Erste Montana weg durch die Shima. Torps, das war sehr, sehr gute Arbeit von der Shima. Auf die zweite Montana. So, jetzt müsste aber der erste Zitadellentreffer kommen. Jo, da ist er. Die Sekundär feuert. Jetzt kommt, glaube ich, schon der zweite Zitadellentreffer. Jo. Jetzt hat sie mich ganz doof auf der Zitadelle getroffen. Gott sei Dank lebe ich noch. Mein Aufbauteam braucht da leider auch noch ein bisschen Zeit. Ich beobachte das schon, weil das wird jetzt hier ganz eng. Sie hat voll geschossen. Ich muss warten, bis sie nachlädt. So, ich habe jetzt leider den Schuss ein bisschen versaut. Ziel jetzt nochmal ganz genau, weil das ist jetzt. Sie kann richtig gut feiern. Habe jetzt noch eine Zitadelle gemacht. Sie hat mich jetzt nochmal auf der Zitadelle getroffen. Aber dadurch, dass meine Sekundär gut gearbeitet hat, ist sie jetzt ebenfalls 2 Sekunden später gestorben. So. Leider sinkt hier jetzt gerade mein Schiff. Ich hätte gerne überlebt, aber ich habe jetzt hier die beiden Montanas ganz, ganz gut beschäftigt. Eine davon auch versenkt. Drei Zitadellentreffer, 129.398 Schaden. Ist zwar, der Kurfürst kann noch mehr, aber ist schon ganz gut gelaufen. Gerade weil das Team an sich jetzt hier die Gruppe sehr gute Arbeit auch bei B und C geleistet hat, da die ganzen Schiffe rausgenommen hat. Wir als Team hier unten für A, die es auch sehr, sehr gut gemacht haben, sodass das Gesamtgefecht positiv ausgegangen ist, wir jetzt noch A erobern können. Und ich habe da, denke ich mal, einen sehr, sehr großen Anteil noch mit dran genommen, dass ich die Montana, die letzte, mit rausgenommen habe. Wie gesagt, die Shima auch sehr, sehr gute Arbeit geleistet mit ihren Torps, dass sie die erste Montana rausgenommen hat. Mein Schiff ist jetzt fast untergegangen. Das Video ist jetzt auch gleich zu Ende. Tschüss, Kurfürst. Die letzten Blubberblasen sind hier jetzt noch zu sehen.
Ich nutze jetzt noch die Zeit, so ein paar schöne Impressionen einzufangen und Screenshots zu machen von meinen beiden Teammitgliedern. Möchte mich jetzt auch auf dieser Seite schon verabschieden von euch. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Gerade am Ende, denke ich, ist es aber noch sehr, sehr gut geworden, das Gefecht. Und ja, wie gesagt, hier noch ein paar schöne Impressionen im Sonnenuntergang von meinem Teammitglieder Ulkendulp und Maracha mit dem Kurfürsten und der Rune. So, A ist auch erobert, in dem Sinne. Danke nochmal fürs Zuschauen und viel Spaß mit dem Video. Eure Rania 83 von Sea Crowds.